Margitta Mächtig, wie haben Sie erlebt, diesen Umgang mit Drogen? Also sicherlich war Crystal Meth zu dieser Zeit, als Sie damals praktisch Elterninitiative vorstanden, noch kein Thema. Da war vermutlich eher so etwas wie Cannabis und auch andere Substanzen relevant. Wie haben Sie das selbst erlebt und wie bewerten Sie das selbst erlebt? Ist gut, ne? Ich wollte sagen, diese Daumenfeuerprobe möchte ich nicht gefragt haben. Ich meinte es eher, ne? Sie wissen schon. Als fürsorgliche Begleiterin, ja, der Angehörigen. Ja, wie haben Sie diese Vorgänge beobachtet? Danke. Ich setze mal für die, die es nicht wissen, noch davor. Ich bin keine Juristin. Damit mache ich mich immer frei von allen möglichen Rechtsregelungen. Und trotzdem Sprecherin für Rechts- und Justizpolitik und sehe aber das Problem deshalb auch anders. Ich habe also von 1994 bis 2004 eine Elterninitiative Mein Kind ist süchtig, was nun tun, geleitet. Wir haben insgesamt über 25 Jugendliche über 10 Jahre begleitet, wobei ich mich sofort anschließe dem Diskussionsbeitrag von vorhin. Vor allem haben wir die Eltern begleitet. Das war ein viel größeres Problem als die Jugendlichen selbst. Ich habe mit der Problematik der Freigabe von Drogen, wobei ich dabei Frank völlig recht gebe, wir müssen über jede einzelne Droge reden. Und ich könnte jetzt sagen, okay, weil die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Alkohol und Tabak zu verbieten, werden wir also auch den Weg gehen, weitere Drogen zu legalisieren. Man könnte ja auch die anderen delegalisieren. Im Übrigen wird der Zugang zu Tabak und Alkohol immer mehr über Geld auch tatsächlich erschwert. Andererseits haben wir eben hier einen Prozess, wo es um Freigaben geht. Meine Sorge ist, dass wir in dieser Diskussion, Frank, es ähnlich machen wie bei der Inklusion. Wir reden über die Freigabe von Drogen, ohne die gesellschaftlichen Bedingungen dafür geschaffen zu haben, dass verantwortungsbewusst mit dieser Droge umgegangen wird und dass die gesellschaftlichen Bedingungen dafür stimmen. Warum ist denn der Umgang mit Cannabis in den indianischen Gesellschaften überhaupt kein Problem? Weil in der Gesellschaft dort Cannabis eben tatsächlich zu einer Gebrauchsdroge unter vernünftigen Umständen benutzt wird und weil bei uns in Deutschland, und da sind wir nun mal etwas schwieriger, glaube ich, oder unsere Gesellschaft, wir entweder mit Verboten arbeiten, mit Geboten, oder aber wir kümmern uns nicht drum, mit Legalisierungen. Hier scheint mir das Hauptproblem zu liegen, dass die Gesellschaft sagt, also wir haben ein Problem, meistens wird es dann sofort auf ein Rechtsproblem, ich habe mich ja auf die Auseinandersetzung mit Andreas Müller gefreut, geschoben, weil man sagt, also wenn wir das nicht kriminalisieren, haben wir weniger Kriminalfälle. Na, wenn wir Mord nicht kriminalisieren, dann haben wir auch weniger Mordfälle. Es gibt auch so ein paar absurde Diskussionsstrecken, finde ich. Viel wichtiger ist die Frage, hier darüber nachzudenken, in welchem Alter über welches Alter sollten wir reden? Und da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Und da darf ich mal sagen, dass bei allen Diskussionen, die wir ja mittlerweile in dieser Richtung führen, natürlich Cannabis eine bewusstseinsändernde Droge ist. Und dass es gerade in Hamburg eine Klinik gibt, die sich die Kindern widmet, die von Cannabis beeinflusst wurden. Wir nutzen diese Diskussion über eine Einzeldroge, ohne darüber nachzudenken, wie wir in der Gesellschaft tatsächlich mit Abhängigkeiten in unterschiedlichster Form umgehen. Und das halte ich für das Hauptproblem. Also ob das spielabhängig, also alkoholabhängig, Nikotin, wie viel haben wir hier? Also einige habe ich unten gesehen, abhängig ist. Das Problem im Umgang mit Abhängigkeiten in jeder Gesellschaft ist die Frage, mit der sich Deutschland immer nur im Verbots- und Gebotsmaße beschäftigt. Und das halte ich für nicht zureichend. Und Politik muss in der Verantwortung damit umgehen, wenn wir Legalisierung von Cannabis wollen, dann brauchen wir eine Gesellschaft, die verantwortungsbewusst mit dieser Droge umgeht. Und die haben wir im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.